Herzlich willkommen wieder zu einem Pick'n'Win am Freitag. Diesmal wollte ich eigentlich auf diesem Board weitermachen, bloß jetzt wurde es leider schon geschafft. Bin leider zu spät reagiert. Für dieses Pick'n'Win, Winning'Win. Ich hätte auch sofort das genommen, ey, das hat mich so angelacht. Also, ja, weißt du was, wir machen einfach mal auf einen neuen Board. Komm schon, Popschutz, geh richtig ran. Jo, passt. Ja, mal gucken, was dann so auf dem neuen Board ist. Vielleicht gewinnen ja auf einmal ungefähr hier und der hier ist auf einmal etwas und dann so, yeah, freuen! Und dann ist neuen Sanitätheim. Sanitätheim. Ja, und was ich noch sagen muss, das nächste Pick'n'Win wird ungefähr nur 3 Coins oder so haben, weil jetzt gerade kann eins hochgeladen, heute ist Freitag, ja, ihr wisst, Freitag wird eigentlich kein Pick'n'Win gemacht, weil sonst sonntags. Aber es ist so, ich mache das so, also, ja, also, jetzt heute wird eins hochgeladen, dann ist das hier für nächste Woche. Bloß da ich jetzt ab Montag in Urlaub bin, ich habe keine Ahnung, ich verstehe meine eigene Logik nicht mehr. Also, oh cool, no Hawk, aber ich habe mir die gekauft. Och man, wieso muss es eigentlich immer sowas geben? Aber egal, es gibt, dann gibt es halt wenigstens etwas. Okay, es wird gerade eins hochgeladen für diesen Freitag. Jetzt produziere ich gerade für den nächsten Freitag. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie ich es gemeint habe. Nämlich, die komplette Woche ist ja spielen fürs nächste machen. Also das nächste Mal aufnehmen, habe ich dann weniger Coins. Und das heißt, dass das übernächste Mal nicht so viele Coins dabei sein. Aber es werden auch 3 sein, also es werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ja, suchen wir uns einfach mal noch einen neuen Coin raus. Ja, könnte ich hier. Ja, ich nehme den. 100er Heiltrank, 20 Mal, ja, ist in Ordnung. Ja, jetzt haben wir noch 2 Coins. Gucken wir mal einen anderen Board. Vielleicht gibt es eine höhere Prozentchance. Prozentuelle Chance. Ja, hier wird es eine höhere geben, aber hier glaube ich nur 1. Okay, bei nur einem seltenen. Vielleicht könnte es der sein. Eine Scarab. Weil ich werde die irgendwann mal zusammenpacken. Eine 3% Chance. Na, hier muss ich natürlich hier bei sein. Und jetzt rechnen wir uns einfach mal ein chronologisches Mittel aus, wie wir es schaffen. 2 Coins sind. Also dann heißt es erstmal 4 durch 6. Ja, 4 durch 6. 4 durch 6 mal gleich 0, das mal 129. Die Zahl 86 ist dabei rausgekommen. Okay, 86 sind hier mal 20 drin, meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja. Immer 20, okay. 20, 40, 60, 70, 80. Ja, ich bin ein bisschen verfailed. 83, 84, 85, 86. So. Und... Ah, wer hätte das geklappt? Ey, würde ich bei jedem weiteren Pick'n'Win das gleiche machen. Aber wenigstens vielleicht 30 Mal. Ja, aber diesmal war es auch doch etwas weniger Coins, sonst waren es immer 10 oder so. Aber ich finde es auch richtig, richtig cool von Infernum / Brickforce, dass pro Tag, pro Einlog einfach mal einen Coin schenken. Sehr lobenswert. So, jetzt kann niemand mehr meckern wegen, da ist ja so blöde Dingsbums drin. Man hatte jetzt den gratis, man braucht noch nicht mal spielen für Pick'n'Win spielen. Also, ja, ist ja einfach nur cool gewesen. So, jetzt gucken wir einfach mal, was wir zusammen craften können, so dass wir eine schnellere, längere Waffe haben. Also, länger anhaltende. Jo, und wir können sogar hier was zusammenschmelzen. Wir schmelzen den mal zusammen. Wo war denn das? Ja, hier. So, dann haben wir schon eine zwei Tage Dings. Ja, das war's dann wohl, das war meist, ne? Ja. Bei Outfits gab's da auch noch irgendetwas, was ich zusammen craften kann.
Oh Mann, ich muss so unbedingt mal Dragon sein Online spielen. Da geht's nämlich nur ums Craften. Oh, hier ist noch was. Also, let's play. Ja, wie ich schon was meine. Hey, jetzt ist das 14 Tage. Oh, da haben wir auch noch was. Das ist, glaube ich, total langweilig. Naja, ist auch gleich vorbei. Verschmelzende Ware. Yum. Ich esse den Schmelzkäse jetzt vorauf. Schmelzkäse des Todes. Die Käschen von mir. Ah, hier ist mein Speicher noch. Das bringt mir ganz viel Glück. Ja, und die nächste Waffe. Also, ich werde jetzt erstmal, da ich in Urlaub bin, ein paar lange Let's Plays rauskommen. Hier so 21 Minuten Video und eins, was über 10 Minuten ging. Ja, und damit verabschiede ich mich und wünsche euch frohe Osterferien und ein schönes frohes Ostern. Obwohl, dieses Let's Play kommt ja erst dann raus, wenn Ostern vorbei ist. Dann habt ein schönes Ostern gehabt und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Pikmin am Freitag. Tschüss.